So, dann schauen wir mal ins Donauzentrum hinein, ins Cineplex, wie es da heute ausschaut. Wahrscheinlich nicht anders wie an den anderen Tagen. Und dementsprechend werden wir sehen, ob die Wirte jetzt immer noch einschließlich der Kellner von Rauchern zusammengeschlagen werden. Also vollkommen unabhängig von mir. Aber auf jeden Fall bin ich jetzt nicht mehr alleine. Ich habe auch meinen Schutz mit. Und dementsprechend wird schon alles klappen. Das alles passt da. Ja. Okay, und ja, jetzt sind wir also im Donauzentrum schon einiges durchgegangen. Wir haben wieder gesehen, dass die bekannten Lokale, wo das Nichtrauchen in keiner Weise eingehalten wird, ist immer noch das Gleiche. Dementsprechend gehen wir jetzt auch noch weiter hinüber zum Winterspar und schauen uns an, ob bei diesem Restaurant wieder die Türen von den Raucherlounges offen sind. Abgesehen davon, dass es eine 100 Quadratmeter große Raucherlounge ist, was, ich würde es einmal so sagen, bedenklich ist. Ich glaube, dass es ungesetzlich ist. Das machen wir jetzt als nächstes einmal. Und wir sind jetzt hier beim Coffee Shop Company. Das ist auch eine Kaffeehauskette, die in ganz Wien, nein, in ganz Österreich beheimatet ist. Und man kann wirklich davon ausgehen, dass 90% aller dieser Coffee Shop Shoppies überhaupt sich nicht an das Rauchverbot halten. Das Brötchengeschäft vom Dauber. Der Dauber hat auch in Wien etliche Filialen, zum Beispiel auch im Gasometer, als auch hier im Donauzentrum, und da verkauft er seine Brötchen. Habe ich natürlich nichts dagegen einzuwenden. Nur, er hält sowohl hier als auch beim Gasometer und in anderen Lokalitäten den Nichtraucherschutz überhaupt nicht ein. Jetzt hat er eine Alibi-Handlung gemacht. Er hat also gerade gestern hier solche Glaswände aufgestellt im Donauzentrum bei seinem Lokal, aber trotzdem ist es offen gegen den Wall heraus, trotzdem ist also hier kein Nichtraucherschutz gegeben. Das heißt also, er müsste jeden Tag mit 2.000 bis 10.000 Euro gestraft werden. Ich bin gespannt, was der Bezirksvorsteher jetzt sagen wird, weil wenn ich wieder in Tirol bin, werde ich mich schriftlich mit Ihnen in Verbindung setzen, dass dem endlich eine entsprechende Abhilfe geschaffen wird. So, wir befinden uns jetzt bei einem weiteren Haupteingang vom Donauzentrum. Das ist das sogenannte Untergeschoss, wo man dann direkt hinaufgeht zu den größeren Objekten, wie zum Beispiel dem Interspar. Und man kann sich da selber ein Bild machen. Nirgendwo bei diesem großen Eingang ist ein Hinweis, dass man also hier nicht rauchen darf. Und dann schauen wir uns jetzt noch die Hausordnung an. Ja, das ist also die Hausordnung. Wenn man das lesen will, dann wird man 10 Minuten da stehen müssen. Und ich habe natürlich noch nie jemanden gesehen und es wird auch nie jemand sich da herrschen und die ganze Hausordnung lesen. Ich habe es nur getan, weil ich mir gedacht habe, steht da auch etwas wegen dem Rauchen drauf. Ja, und da steht dann: Weiters gilt im gesamten öffentlichen Bereich des Donauzentrums und Donauplex sowie in den Bürohäusern und in den Garagen das gesetzliche Rauchverbot. Und das gesetzliche Rauchverbot, das heißt nun einmal, dass in öffentlichen Gebäuden, so wie das hier ist, ein totales Rauchverbot ist seit 2005. Da gibt es auch keine Übergangsfrist und dementsprechend werde ich dem Centerleiter eine Mitteilung zukommen lassen. Ja, er möchte das freundschaftliche Verhältnis von uns wieder ein bisschen aufleben lassen und auch hier für den Nichtraucherschutz etwas besser, wenigstens optisch, dafür sorgen.